Elektro mit C-Sport.de. Hallo liebe Elektrosportfreunde, heute haben wir das KS 14 für euch. Das ist ein 14 Zoll Rad von Kingsong. Und wir haben euch ja letztens schon das KS 18 vorgestellt. Und das Besondere ist, dass im KS 14 fast alles drin ist, was auch im KS 18 drin ist. Bedeutet, wir haben Licht vorn und hinten. Wir haben ein Bluetooth-Modul für Musik und auch die gleiche App wie beim KS 18. Außerdem haben wir eine 10-stellige Akkuanzeige und der Taster ist natürlich ein elektronischer Taster, kann also während der Fahrt nicht draufspringen. Wir haben sogar die 4 Bluetooth-Lautsprecher. Das Einzige, was wir nicht haben, das ist die USB-Ladebuchse. Ist aber nicht ganz so schlimm, weil wahrscheinlich wenige ihr Handy daran geladen haben werden. Und insofern bin ich ja nicht ganz so traurig drüber. Leider haben wir auch die gleichen Pedale. Die sind zwar hier etwas verändert, wundert euch nicht. Die habe ich selber hier überfräst mit so Nuten. Normalerweise sind die identisch mit den Pedalen vom KS 18 und dementsprechend nicht ganz so rutschfest. Mal schauen, ob Kingsong da noch was macht. Wäre schön, wenn es so wie beim Firewheel wäre, da sind die Pedale ja nach wie vor die besten, aber das ist nicht ganz so dramatisch. Ja, ein 14 Zoll Rad, das ist also genauso groß wie das Airwheel X3 und da habe ich immer einen Vergleich für euch. Und da sieht man, das ist die gleiche Radreifengröße, aber das Gehäuse ist etwas größer beim KS 14. Kein Wunder bei der Ausstattung, die muss ja irgendwo untergebracht werden und vor allem auch der Akku natürlich. Ja, und auch nochmal zum Vergleich das Firewheel daneben, ein 16 Zoll Rad und dann könnt ihr das in etwa mit der Größe einordnen. Was gibt es denn hier noch zu sagen, der Akku? Wir haben hier einen 340 Watt Akku Minimum, also da fängt es an. Und die zweite Variante wäre ein 754 Wattstunden Akku. Der Motor, der ist genauso kräftig wie auch im KS 18, nämlich 800 Watt Nennleistung und 3000 Watt Spitze. Höchstgeschwindigkeit sind auch hier 30 Stundenkilometer und das ist eigentlich schon fast etwas zu schnell für ein 14 Zoll Rad. Und nachher beim Test schauen wir mal, ob wir überhaupt so schnell fahren wollen oder werden. Es gibt auch hier diese drei Warnstufen, die man per App verstellen kann. Und dann am Ende gibt es auch diesen Pedaltilt, das heißt die Pedale kommen nach oben als letzte Warnung. Die Warnstufen beim Kingsong werden wie folgt signalisiert. Level 1, ein Doppelton. Level 2, ein Dreifachton. Und Level 3, ein immer wiederkehrendes Signal. Level 4 ist euer Rockerspeed, bedeutet Pedaltilt. Die Pedale neigen sich also an euren Fußspitzen nach oben und geben euch mechanisch Feedback, dass das Rad jetzt am Limit ist. Was wir euch heute aber nochmal zeigen werden, sind die drei Fahrmodi. Play-Mode, Study-Mode und Learn-Mode, also quasi wie weich das Rad sich einneigt, wenn man losfährt oder bremst. So, ich zeige euch jetzt nochmal die verschiedenen Fahrmodi und da haben wir hier zunächst den Play-Mode, das ist der härteste. Da neigt sich das Rad fast gar nicht. Als nächstes nehmen wir mal den Ride Mode. Das ist die Mittelstufe, dann neigt sich schon etwas mehr. Und als letztes den Study Mode. Das ist der weicheste Modus. Das KS 14 wiegt 12,6 Kilogramm mit dem 340 Wattstunden Akku. Zu den Bedienelementen, also nochmal in der Übersicht. Wir haben hier die Ladebuchse, den Lichtsensor und wir haben hier den Schalter, um das Licht auszumachen, beziehungsweise wenn das Rad aus ist und wir im Bluetooth-Modus sind, können wir das Licht einschalten, also eine Taschenlampenfunktion, wie auch beim KS 18, ja, und unserem Bluetooth-Knopf.
Der Reifen, der ist hier schön freigestellt, das Gehäuse ist nicht zu tief. Wir können also hier fast gar nicht aufsetzen, das ist sehr schön. Und was die Pedale angeht, die haben ja einen wirklich guten definierten Start- und Endpunkt sozusagen. Und warum das so ist, das zeige ich euch mal hier. Da kann man gut sehen, dass hier unten eine Feder eingebaut ist. Ist also ziemlich hochwertig gemacht und ich kenne das von gar keinem anderen Rad. Auch von innen hat uns das Cars 14 mit seiner sehr guten Qualität überzeugt. Unter den beiden Seitendeckeln zum Beispiel sind extra Gummidichtungen und auch der Radlauf ist mit Silikon abgedichtet. Das heißt, bei Regen seid ihr hier relativ sicher unterwegs. Ja, und solche Dichtungen gibt es noch nicht mal beim Ninebot und Ninebot galt ja bisher mal als Maß aller Dinge. Also wir sind hier wirklich durchweg positiv überrascht und das gilt übrigens für alle Kingsong Modelle. So, Speedtest mit dem Cars 14. Das Ding kann 30 km/h fahren. Oh, wir sind schon mal 24, 25. Aber denkt bitte dran, bei so einem kleinen Rad 30 km/h zu fahren, ist schon ziemlich gefährlich. Also wenn ihr das wirklich vorhabt, bitte nur mit Schutzkleidung und auf eigenes Risiko. Wir würden jetzt erstmal hier nicht schneller fahren wollen. Kommen wir zur Kingsong App. Die ist ganz einfach aufgebaut. Wir haben hier im oberen Teil unseren Tacho mit dem Kilometerstand des Gerätes überhaupt. Darunter der seit Einschalten des Gerätes. Dann die Geschwindigkeit nochmal als Zahl dargestellt und wie lange das Gerät schon eingeschaltet ist. Dann haben wir die Spannungsanzeige, Temperaturanzeige und Stromanzeige. Der Lautsprecher hier ist dafür da. Da können wir draufdrücken, wie beim Godway. Dann gibt das Gerät kurz ein Signal von sich. Man weiß dann, mit welchem man verbunden ist. Und dieser Play-Mode, das ist sehr interessant. Das ist also der Running-Mode, eigentlich ist die Oberbezeichnung. Wenn ich hier drauf drücke, dann kommt hier Play-Mode, Ride-Mode, Study-Mode. Und das sind die Modi, wie hart das Gerät reagiert, wenn man jetzt bremst oder beschleunigt. Und der Play-Mode ist so der härteste Modus. Der Ride-Mode ist ein bisschen komfortabler. Und im Study-Mode, da schaukeln wir schon so ein bisschen. Hier auf den Zahnrädern, da kommen wir in die Einstellung. Level Calibration, da können wir die Neigung des Gerätes verstellen. Dazu mehr in der Anleitung, das möchte ich hier nicht weiter ausführen. Das bedeutet aber, dass man die Pedale ein bisschen anwinkeln kann, damit man beim Fahren einfach ein stabileres und sicheres Gefühl hat. Setting for Speed Limited, das ist sehr schön. Hier kann man nämlich einstellen die Geschwindigkeitsgrenzen, also wann welcher Alarm kommt. Man kann die Alarme nicht ausstellen, aber ihr seht schon, ich habe den ersten Alarm bei 28, 29, 30 nach oben verschoben. Rocker Speed, das ist der Pedaltilt. Da kann ich einstellen, wann die Pedale hochkommen. Ich habe es jetzt hier auf 32 km/h gesetzt, obwohl das Rad eigentlich nur 30 fährt. Also ich stelle das mal wieder runter, da geht man einfach in das Feld, stelle es hier mal wieder auf 30 und den letzten Alarm auch auf 30. Man muss nochmal auf Sure drücken hier unten. Dann ist die Sache bestätigt. Jedes Mal, wenn man etwas verändert hat, dann bestätigt das Rad auch das Ganze, also quittiert es durch ihren Signalton. Ja, und da kann man hier also in allen Einstellungen das Ganze einfach verändern. Die Settings an sich, das ist nochmal eine andere Geschichte, die ich jetzt hier nicht mehr aktiviert habe. Es gibt einen Freischaltecode für diejenigen, die diese ersten 100 Kilometer nicht abwarten können. Die können sich auch einen Code besorgen und dann kann man das Rad auch schon früher freischalten. Ja. Your device is connected.
elektro-mit-c-sport.de.